Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist wieder an der Zeit, eine neue Declutter-Reihe, ein neuer Declutter-Teil. Ich gehe mit euch meine gesamte Make-up-Sammlung durch und schaue mal wieder, was ich alles so aussortieren kann und vor allem auch muss. Mein Ziel ist es wirklich weiterhin immer, immer weiter runter zu gehen, nur noch die Produkte wirklich zu behalten, die ich auch wirklich benutze und dann auch, ich sag mal, immer ehrlicher zu mir zu sein. Und falls euch dieses Intro hier bekannt vorkommt, ja, dann habt ihr es schon mal gesehen, weil ich werde diesen Teil hier vor jedes Declutter-Video einfügen, damit ich einfach nicht jedes Mal nur ein kurzes Intro filmen muss. Viele fragen mal, was ich denn überhaupt mit den Produkten, die ich aussortiere, mache. Klar, wenn sie schlecht sind, schmeiße ich sie weg. Wenn es Produkte sind, die ich zugeschickt bekommen habe, dann entweder verlose ich sie, ich verschenke sie. Und Produkte, die ich eben selbst gekauft habe, die noch im Top-Zustand sind, die viel bei mir, wir sind wirklich fast noch neu, die verkaufe ich dann über mein Insta-Sale-Profil. Ich wünsche euch auf jeden Fall bei diesem Teil hier jetzt ganz viel Spaß. Und solltet ihr jetzt schon einen zweiten, dritten, vierten Teil schauen, dann verlinke ich euch auf jeden Fall die alten Teile unten, dann könnt ihr da auch gern vorbeischauen. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, meine Lieben, ich habe jetzt gerade schon mal hier einen Haufen rausgeholt, die vorher alle hier in dieser Aufbewahrung drin waren. Und nach dem Aussortieren werde ich mit euch auch alles wieder einsortieren. Also diese Aufbewahrung und auch nachher die Aufbewahrungen hier oben drauf sind alle von By Allegory. Bekommt ihr bei Amazon, ich verlinke euch die unten. Kann ich nur empfehlen, gerade für Paletten finde ich die besten. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Aussortieren. So, hier oben könnt ihr nämlich jetzt diese Aufbewahrung erkennen. Die ist ein bisschen höher, als sie in der Schublade ist und ein bisschen schmaler. Hier habe ich so alle meine schmaleren Paletten drin. Die hole ich jetzt erstmal noch nicht raus. Weil ihr könnt sehen, es sind einfach insgesamt sehr viele Paletten. Und hier sind jetzt gerade schon zwei große Haufen, wo ich jetzt erstmal durchgehen werde. So, die erste Palette, die hier ist, ist eine von Morphe. Eine relativ günstige Palette, die aber super viele knallige Farben hat. Vielleicht auch für speziellere Sachen werde ich auf jeden Fall solche neon-knalligen Töne behalten. Und da sie günstig ist und auch wirklich gut, also allein diese knalligen Farben sind echt nicht schlecht. Also die bleibt definitiv für solche Fälle. So, willkommen zur Subculture Palette. Auch wenn die von Texturen ein bisschen anders ist als die anderen, finde ich sie trotzdem sehr, sehr gut. Und werde sie auch zu 100% nicht weggeben. Ich finde diese ganzen dunklen Töne extrem schön und habe ich auch so bis jetzt, vor allem mit der Pigmentierung, nirgendwo anders. Deswegen bleibt die auf jeden Fall da. Natürlich, und damit kann ich nämlich auch gleich mal weitermachen, dann hole ich die gleich mal hier vorne raus, bleiben auch alle anderen Anastasia Beverly Hills Paletten hier, weil sie eben einfach mega sind. Also es ist mit, finde ich, die beste Qualität, die ich so an Lidschatten habe. Die Soft Glam, super natürlich, Hammer Alltagspalette und last but not least die Modern Renaissance Palette, die schon ein bisschen ja, schribbelig aussieht. Ja, das ist tatsächlich die Palette, also natürlich die älteste, aber auch die Palette, die ich am wenigsten verwende. Aber auch nur, weil ich momentan überhaupt nicht so auf dieses sehr warme stehe. Und viele Töne sind eben auch in der Soft Glam mit drin. Aber nichtsdestotrotz behalte ich sie auf jeden Fall. So, dann ist hier meine Set-Palette mit meinen ganzen Make-up-Geek-Lidschatten. Und ich muss wirklich sagen, die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was sehr, sehr schade ist. Und nachdem jetzt dieser ganze YouTuber-Drama-Kack da war und auch die Gründerin von Make-up-Geek sich eben so ein bisschen zu Wort gemeldet hat, habe ich gedacht, warte mal. Die Lidschatten waren schon immer richtig krass. Und es hat irgendwie jeder aufgehört, darüber zu reden. Und darüber hat sie ja auch so ein bisschen geredet. Und ich habe eben jetzt, wo ich durch die ganzen Paletten nochmal so durchgegangen bin, gemerkt, wie heftig diese Eyeshadows sind. Vor allem, wenn man hier reingeht, die sind so krass, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Gerade diese Foil-Dinger, also das sind diese Foil-Eyeshadows. Ich meine, schaut euch das an. Das ist genau das, wonach ich immer suche. Und ich habe vergessen, dass ich diese Qualität auch einfach in meiner Sammlung habe. Make-up-Geek-Lidschatten sind einfach so, voilà, so gut. Also die Matten sind top und auch vor allem diese Foiled-Eyeshadows, wo man natürlich pro Stück 10 Euro zahlt knapp, was ein bisschen teuer ist, finde ich. Aber sie sind wirklich qualitativ einfach nur Bombe. Deswegen bleiben sie natürlich auch in meiner Sammlung und ich werde mir wahrscheinlich auch noch so ein paar andere Farben hinzukaufen, weil ich eben extrem vergessen habe, wie gut diese Dinger doch sind. So, wir kommen zu Zoeva. Dass Zoeva wirklich eine tolle, tolle Marke ist, wisst ihr. Ich finde, es gibt bessere Eyeshadows, aber sie sind trotzdem sehr gut. Gerade diese ja, Kollektion mit den zwei großen Paletten. Einmal die Matte Spectrum Palette, die ich auch definitiv wieder mehr benutzen muss. Unglaublich schön. Und ich finde tatsächlich, gerade wenn man hier auf die Nude Spectrum Palette kommt, ich glaube, davon gibt es noch eine Version, eine andere mit ein bisschen kühleren Farben, ist diese Qualität wirklich Bombe. Und ich finde die sogar besser als die der etwas schmaleren Paletten. Also ist auf jeden Fall eine Palette, die definitiv, ich meine, schaut euch, wow. Ja, es ist schon krass. Die ist so gut, diese Palette.
Und wir kommen ja jetzt gleich auch nochmal zu meinen ganzen schmaleren so Paletten. Und da muss ich sagen, es gab so 2, 3 Kollektionen, wo so Eva wirklich geschwächelt hat. Also waren so manche Sachen, wo ich gedacht habe, so was, die Qualität kenne ich gar nicht von so Eva, war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, aber hier bei der kann ich euch sagen, diese Qualität ist Bombe. Dann eine Palette, die ich glaube, vorgestern zum allerersten Mal benutzt habe. Und die lag hier locker ein halbes Jahr unbenutzt in meiner Sammlung. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht benutzt habe. Von Colored Rain, die Queen of Hearts Palette. Also wirklich ein unglaublich schönes Ding. Und ich habe sie, wie gesagt, jetzt erst das erste Mal benutzt. Und war echt begeistert. Also die bleibt auch vor allem von den Farben her. Die sind sehr, sehr schön. Momentan stehe ich eben sehr auf diese lila Fliedertöne. Bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. So, dann kommen wir zu 2 absoluten Oldies, meinen Lorac Pro Paletten. Ich bin ehrlich, ich habe schon öfter mal drüber nachgedacht, sie auszusortieren. Und das hier war damals die erste Pro Palette, unglaublich schön. Ich muss sagen, ich muss sie definitiv wieder testen. Auch vor allem, wie sich die Qualität zu den Paletten, die es heute gibt, eben verändert hat. Weil damals war das für mich so das Nonplusultra. Also ich muss sie wieder testen. Ich habe ja vor, solche Paletten zum Beispiel auch in Videos mit meinen ganz, ganz alten Favoriten zu verwenden. Und das hier ist dann die Lorac Pro 2 Palette, auch richtig schön. Also das sind, glaube ich, mit so meine ältesten High-End-Paletten ever. Aber dadurch, dass wir das in Deutschland so schlecht bekommen, benutze ich sie eben auch gar nicht mehr, was schade ist. Aber ich werde sie definitiv noch für ein Video mit so super alten Favoriten noch behalten. So, dann kommen wir mal zu meinem großen Soeva-Haufen. Ich habe schon nicht mehr alle. Ich glaube, 1 oder 2 habe ich mit verlost. Aber wie ihr vielleicht wisst, also ich bekomme sie von Soeva mal zugeschickt, wofür ich super dankbar bin und was ich richtig toll finde, weil ich eben jede Kollektion ausprobieren kann. Da muss ich aber sagen, so 1 oder 2 muss ich hier aussortieren. Wie eben zum Beispiel die hier oben drauf. Das hier ist nämlich die Soeva Screen Queen Palette. Und leider muss ich sagen, ist das so eine Palette, die mich fast nur enttäuscht hat. Und das sind wirklich 9 Schimmertöne und das ist nicht die Qualität, die ich so von Soeva wirklich gewohnt bin. Also alleine, wenn man reingeht, ist es nicht so weich, wie man das von Soeva kennt. Die sind ein bisschen schwach. Gerade der hier war super fest gepresst. Also wenn ihr das mal mit der Pigmentierung von den Lidschatten vergleicht, ist es halt eben nichts. Deswegen, die hat mich sehr enttäuscht und finde sie, um ehrlich zu sein, auch von den Farben her nicht ganz so spannend. Deswegen kommt die weg. Die Sweet Glamour Palette. Also die habe ich mir tatsächlich auch selbst gekauft, weil ich das halt so super speziell fand. Aber auch hier wieder, die Farben sind super kreidig. Also wenn ihr alleine das Grün mal anschaut, ja, also es ist halt, wie ihr sehen könnt, extrem wie Kreide, wie so Puder einfach. Und eben gerade die Farben, die mich so interessiert haben, wie eben das Grün und das Blau, die finde ich eben super kreidig. Und da kriegt man nichts mit hin. Also finde ich persönlich leider nicht gut. Deswegen kommt die auch weg. So, dahingegen, das ist, glaube ich, jetzt die neueste Palette von Soeva, die I See You, wo ich wirklich Soeva einfach nur in den Himmel loben kann, ist das Packaging. Ich finde, jedes Mal sind die Designs einfach on point, die sind so außergewöhnlich und so wunderschön, dafür liebe ich Soeva. Und diese Palette ist einfach nur schön. Das sind schon fast lose gepresste Pigmente, also es ist kein deckender Lidschatten in dem Sinne, sondern man hat hier, man könnt ihr das sehen, ich meine, es ist halt schon ein Unterschied wie Tag und Nacht zu denen davor. Es ist so krass. Oder ich zeige euch mal diesen Ton hier. Auch richtig, richtig schön. So ein richtig toller, changierender Ton. Also das ist so eine Palette, die finde ich wirklich mega. So, und dann kommen wir zur Café Palette von Soeva. Oh, das Design finde ich auch so schön, also es ist total mein Geschmack. Und auch die Farben sind sehr außergewöhnlich, finde ich. Das ist auch wieder eine Palette, die sehr, sehr gemixt ist. Also da schwächeln ein paar, aber ein paar sind eben auch mega. Aber ich finde eben die Grüntöne unglaublich toll. Da hatte ich auch auf Instagram einen Look zu hochgeladen, so ein Grün. Deswegen, die werde ich erstmal behalten. Dann, ich glaube, die bis dato fast beliebteste Palette, die Opulence Palette, weil sie eben auch unglaublich schön ist. Ah, das Packaging, ich meine, was ist das? Was für ein Traum, unglaublich. Also, oh, ja, werde ich definitiv auch behalten. Die ist einfach rundum eine sehr schöne Palette. Dann kommen wir zu der Soeva Aristo Palette. Das ist aber eine Palette, die ich tatsächlich, wo ich jetzt nicht viel zu sagen kann, aber ich muss sie mehr testen. Deswegen bleibt sie erstmal. Und welche natürlich bleibt, ist meine Soeva Matte Palette. Weil sie einfach toll ist. Tolle, perfekte Töne, Basic-Töne, schöne matte Töne. Hat auf jeden Fall die Qualität dieser großen Paletten. Sehr schön. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Meine Huda Beauty Paletten. Weil eine von denen muss definitiv fliegen. Also, welche natürlich nicht gehen wird, ist die Huda Beauty Desert Dusk Palette. Also, ich persönlich liebe sie und finde die ganze Farbzusammenstellung einfach Bombe. Sie ist wirklich, wirklich gut, deswegen wird sie auf jeden Fall bei mir bleiben.
Ich hatte ja ein Video gedreht, wo ich die beiden miteinander vergleiche. Und auch diese Meinung hat sich bis heute nicht geändert, dass ich die neue besser finde. Aber ja, das eher mit Vorsicht gesagt, weil eben manche Sachen hier drin besser sind und manche Sachen hier drin. Aber es gibt eben Grund, und jetzt sage ich euch jetzt vorher, warum ich diese hier aussortieren werde. Natürlich der wichtigste Grund ist, ihr könnt sie nicht mehr kaufen. Und warum soll ich eine Palette benutzen, auch wenn ich sie mal benutze, die ihr nicht nachkaufen könnt? Auch wenn zum Beispiel gerade so diese Farben Dubai und Fling hier wesentlich besser sind. Ich mag diese hier aber überhaupt nicht. Und auch bei den matten Tönen, muss ich sagen, finde ich die neue schon wesentlich besser vom Verarbeiten her. Und ich finde es eben schön, dass Huda Beauty hier Töne mit eingefügt hat, die ich hier so ein bisschen vermisst habe. Und diese schönen hellen Highlighter-Töne. Und auch wenn eben, wie schon gesagt, Dubai und Fling hier sehr, sehr schwächeln, also sind die definitiv in der alten Palette besser, finde ich insgesamt diese Palette einfach schöner für mich persönlich. Aber dafür wird eben die alte nun meine Sammlung verlassen müssen. Und vielleicht freut sich ja noch jemand drüber, auch wenn es eben die alte ist. So, wir machen weiter mit Paletten von hier oben, denn die aus meiner Schublade sind jetzt durch. Das ist die Dominique Latte Palette. Wie ihr wisst, eine Palette, die ich sehr, sehr gerne mag. Die matten Töne sind toll, lassen sich toll verblenden. Die drei Schimmertöne sind von der Tonfamilie einfach genau mein Ding. Das, was ich für den Alltag brauche, also die Palette, werde ich definitiv nicht weggeben. Dann ist hier von Tarte die beste Basic-Palette ever. Also die benutze ich eigentlich fast nur, wenn ich irgendwo mal keinen Basic-Ton in der Palette drin habe. Dann nehme ich immer diese hier, weil hier sind einfach so perfekte Basistöne drin. Gerade diesen hellen Ton benutze ich immer wieder zum Setten. Der ist auch schon sehr gut aufgebraucht. Und die Palette riecht nach Kakao und das liebe ich. Also, ja, also bleibt definitiv in meiner Sammlung. So, dann haben wir hier von Nabla die Soul Blooming Palette. Und dass ich die liebe, wisst ihr ja. Ich habe jetzt auch auf Instagram wieder zwei Looks hochgeladen. Ich habe dazu auch das Video gedreht. Also wenn ihr die sehen wollt, ich verlinke euch das auch mal hier oben. Ich finde einfach diese Farben so unglaublich schön. Also wie gesagt, stehe ich momentan extrem auf solche Sachen. Und ich finde diese ganze Farbzusammenstellung einfach ein Traum. Und auch die Verpackung. Ja, deswegen bleibt die definitiv. So, wir kommen zu der Tarteist Pro Palette. Eine Palette, wo ich halt echt überlegen muss. Also, oh, schaut euch dieses Schmuckstück an. Wow. Tarte, und das erwähne ich auch ab und zu mal bei Instagram, schwächelt einfach unglaublich doll bei den Schimmertönen. Matte Töne hat Tarte total drauf. Das sind so unglaublich gute matte Töne, die sich Bombe verblenden lassen. Gut, und wie ihr sehen könnt, besteht diese Palette hauptsächlich aus matten Tönen. Deswegen, ich kann die noch nicht weggeben. Also ich habe schon oft drüber nachgedacht, aber nee, dafür sind hier einfach zu viele schöne matte Töne drin. Also die bleibt auch erstmal. Dann die Violet Voss, die Holy Grail Palette. Wuhu. Ja, muss ich auch behalten. Auch wenn ich momentan die überhaupt nicht benutze, weil ich total nicht auf dieses Rötliche stehe derzeit. Aber es sind halt tolle, tolle Alltagstöne drin. Und auch diese, gerade diese Brauntöne hier sind toll. Also ich behalte sie. Dann kommen wir zu meinen Benidorm Lidschatten. Hier muss ich sagen, muss ich so ein, zwei Farben aussortieren. So, und hier oben habe ich tatsächlich noch eine kleinere Palette von ihm. Also man kann die sich halt wie bei MAC eben auch selbst zusammenstellen. Und sind halt sehr, sehr groß. Also auch es ist viel mehr Produkt in einem Pan drin wie bei MAC. Und auch von den Farben muss ich so ein, zwei aussortieren, weil Grau zum Beispiel benutze ich halt überhaupt nicht. Also ich probiere halt so viele hiervon auszusortieren, dass ich nur noch die große Palette benutze und die kleine hier vielleicht an jemanden weggeben kann. So, wir kommen zur Morphe und Jaclyn Hill Palette. Ja, dieses Stück hier, muss ich sagen, ist gut, ist toll, aber ich benutze sie überhaupt nicht. Also wirklich 0, gar nichts. Also ich persönlich glaube immer noch, dass mir diese Größe von Paletten einfach nicht gefällt, dass ich da nicht zu greife. Ich werde es aber eben, wenn ich mal andere Leute schminke, wenn ich mal irgendwas Außergewöhnlicheres schminken muss oder mir eben vielleicht manche Lidschatten zu schade sind, dann werde ich hier zugreifen, weil ich muss sagen, ich weiß, es war super schwer daran zu kommen, aber sie ist mir echt persönlich nicht so viel wert. Ja, und auch bis heute flasht sie mich jetzt einfach nicht mehr so unbedingt. Also ich werde sie behalten, aber nur, dass ihr vielleicht mal so ein bisschen meine Meinung darüber wisst. Ja. So, wir sind hier oben bei der Aufbewahrung angekommen. Hier habe ich ein bisschen kleinere Paletten drin stehen. Die Too Faced Just Peachy Mattes. Ja, und diese matten Töne sind einfach nur der Shit. Sie riechen lecker, sie sind toll, toll warm. Behalte ich definitiv. Die Palette ist einfach ein Traum. Dann habe ich drei von Tarte noch. Und davon muss definitiv eine fliegen. Eigentlich wollte ich vielleicht sogar zwei ausprobieren. Dann hatte ich die Toasted nochmal getestet. Das haben viele von euch auf Instagram, glaube ich, gesehen. Oh, dann hat sie mich doch wieder umgehauen, weil die matten Töne einfach von Tarte so der Oberhammer sind. Und ich behalte sie erstmal. Ich muss aber trotzdem nochmal schauen, ob ich solche matten Töne generell noch irgendwo habe. Vielleicht auch in einer großen Tarte Palette. Und die würde ich eventuell aussortieren.
sondern sind diese beiden noch übrig. Oldie But Goodie ist für mich die normale Tartlet, wo eben nur matte Töne drin sind. Wie gesagt, Tart, matte Töne, Hammer. Hier sind schöne, kühle matte Töne, was ich in meiner Sammlung sehr wenig habe. Deswegen bleibt die auf jeden Fall. Die einzige Palette, die ich jetzt nicht so bombe finde, ist eben die Tartlet in Bloom. Sie ist was für sehr, sehr, sehr natürliche Looks. Und die ist mir einfach zu langweilig, bin ich ganz ehrlich. Ja, schöne Töne, gerade hier die schönen dunklen Töne, aber die habe ich eben auch in der normalen Tartlet. Deswegen kommt diese hier weg. Dann gerade ganz neu von Milani hatte ich ja in meinem Drogerie-Favoriten, also amerikanischen Drogerie-Favoriten-Video. Ja, die Qualität kommt jetzt nicht an Anastasia Beverly Hills ran. Brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich fand sie trotzdem sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr selten oder früher nie kühle Looks getragen und das muss ich jetzt mehr machen. Ich behalte sie auf jeden Fall für diesen kühl natürlichen Look, finde ich sehr schön. Und das hier ist tatsächlich die einzige Eyeshadow-Palette, die ich aus der Drogerie hier in Deutschland habe. Und das ist von NYX, die Ultimate. Und die ist echt gut. Klar, sehr, sehr viele gleiche Farben, eben immer in verschiedenen Finishes. Aber ich finde die richtig gut und deswegen bleibt die auch. So, wir haben hier Colourpop. Da hatte ich schon mal ordentlich aussortiert in meinem letzten Aussortiervideo für Paletten. Einmal die You Had Me at Halo Palette. Das ist eine Palette, die muss ich auf jeden Fall nochmal so ein, zweimal testen. Werde ich aber, glaube ich, so auf kurz oder lang auch aussortieren. Ja, weil es einfach für mich nichts Spezielles ist. Aber so ein, zwei Looks möchte ich damit noch gerne mal schminken. Dann haben wir hier die I Think I Love You Palette, die unglaublich schön ist. Also das ist, glaube ich, so meine Lieblingspalette. Die bleibt auf jeden Fall. So, und die letzten Paletten, die hier noch oben sind, sind meine ganzen Juvia's Place Paletten. Und das wird euch wahrscheinlich jetzt schockieren, aber davon werde ich einiges aussortieren. Die erste Palette ist die Nubian. Das war ja die erste Palette überhaupt. Und die Lidschatten sind qualitativ wirklich Bombe. Bei dieser Palette habe ich so ein bisschen ein Problem. Die Farben sind für mich alle zu sehr aneinander dran und ich schaffe es einfach nicht, obwohl es nur natürliche Farben sind, damit so einen irgendwie einen schönen Look hinzubekommen. Also habe ich andere, schönere Paletten, die eben auch in dieselbe Farbrichtung gehen, deswegen kommt die weg. Dann haben wir die The Heron Palette, die an sich wirklich Bombe ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur diese Töne hier weghalte, also nur Rot und Orange, das ist auch wieder unglaublich natürlich. Viele Farben, die ich auch so in anderen Paletten habe, die richtig krass waren, waren zum Beispiel die dunklen hier oben. Aber das sind auch so Farben, die sind halt in super vielen Paletten. Dieses Dunkelgrün, dieses Dunkelrot, wie auch in der Huda Beauty Palette. Also der einzige Ton, warum ich das immer behalten habe, ist dieses super knallige, helle Orange-Rot. Und eben nur für einen Ton werde ich eine Palette nicht behalten, deswegen. I'm so sorry, aber du kommst auch weg. Oh Gott, jetzt entsteht der Eindruck, ich würde die total schlecht finden. Das finde ich gar nicht, weil die Qualität wirklich gut ist. Aber ich benutze sie einfach überhaupt nicht. Also wirklich 0, gar nichts. Und dafür ist es halt echt so schade. Hier haben wir diese Heron 2 Palette, also die Nummer 2. Und auch hier wieder zwei super spezielle Farben. Wenn ich die weghalte, haben wir wieder so Standardfarben. Benutze ich sie einfach nicht. Zum Beispiel auch die ganzen hier unten, die haben mich eher enttäuscht, muss ich sagen. Ja, also eine Palette, die mich persönlich jetzt nicht so überzeugt hat, deswegen, die kommt auch weg. Oh Gott. So, dann kommen wir zu der The Douche, wie auch immer sie ausgesprochen wird, Palette. Und diese Palette ist halt wirklich wunderschön. Also alleine nur wegen der Farben. Hier ist wirklich mal was Außergewöhnliches drin, was man so nicht findet. Deswegen bleibt die. Und genauso die Palette mit meinem Gesicht drauf. Hahaha. Also das ist so die The Nubian 2 Palette, die ich einfach Bombe finde. Das ist tatsächlich die Palette, die ich am besten von allen finde. Tolle Farben, toller Mix. Alles drin, was man braucht, finde ich unglaublich schön. Ja, deswegen, das sind die zwei von den 5 Juvia's Place Paletten, die bleiben. 3 Stück habe ich aussortiert. Heftig. So, dann kommen wir zu denen, die jetzt neu in meiner Sammlung sind. Beziehungsweise, ach nee, hier unten ist noch meine Natasha Denona Palette. Also, die ich definitiv mehr austesten muss. Aber ich muss sagen, allein das, was ich dafür bezahlt habe, hindert mich gerade noch daran, sie auszusortieren. Deswegen bleibt die erstmal drin. Das sind die Paletten, die jetzt gerade ganz neu eingezogen sind, wo ich euch aber jetzt auch schon sagen kann, ob ich eventuell welche behalten werde oder nicht. Die werde ich jetzt noch nicht aussortieren. Die ich jetzt aber erstmal behalten werde, weil sie eben neu sind, weil ich noch Looks mitschminken möchte, weil ich sie noch testen möchte etc. Aus meinem neuen Video, meinem Colourpop Haul, habt ihr ja gesehen, habe ich diese Palette hier, die ich sehr, sehr toll von der Farbaufmachung her finde. Dann haben wir hier von Nabla die andere Palette, nämlich die Dreamy Eyeshadow Palette, weil ich die ja vorher noch nicht hatte und viele von euch gesagt haben, dass sie eben auch sehr schön sei. Sie ist nur leider mit einem zerbrochenen Spiegel angekommen. Ich habe bis jetzt noch keine Looks mit den lila Fliedertönen geschminkt, hauptsächlich jetzt nur für den Alltag mal so ein, zwei Töne genommen. Ja, also definitiv Palette, wo ich auch noch so ein, zwei Looks gerade mit den lila Tönen schminken möchte. Dann ganz neu habe ich von Urban Decay zugeschickt bekommen, die Born to Run Palette, war eine Palette, die ich mir eigentlich nicht kaufen wollte, bin ich ehrlich, weil sie für mich so kein Konzept hatte. Aber das Konzept hinter diesen
mein eigentlich vorhandenes Konzept, ist eben, dass man damit alles schminken kann, was man möchte. Man nimmt eine Palette mit auf Reisen und man hat alles da. Muss ich wirklich sagen, geht an sich auf. Ich hatte hiermit jetzt schon mal ein Look geschminkt. Das Bild poste ich bald bei Instagram mit gerade diesen beiden Tönen hier im Mix. Und ich muss sagen, also es ist mir alles zu wenig pigmentiert, wenn ich ehrlich bin. Viele haben gesagt, sie ist besser als die von den Naked Paletten. Ihr wisst, ich war kein Fan von den Naked Paletten. Diese Palette ist echt schön, aber mir fehlt bei gerade vielen Schimmertönen einfach die Power und diese Pigmentierung. Ich muss dann noch ein bisschen mehr testen, weil hier eben super viele Möglichkeiten drin sind. Hier zum Beispiel mit diesen grün-blautönen habe ich noch nichts getestet. Finde ich okay, aber haut mich, um ehrlich zu sein, nicht um. Eine andere Palette von Colourpop, die da mit dabei war, die Dream Street Palette. Ach, unglaublich schöne Töne. Also die Kathleen Lights, die ja zusammengestellt hat, einfach wunderschöne Farben. Da freue ich mich auch richtig drauf, die auszuprobieren. Und last but not least, die Lemonade Palette. Ja, Leute, so ein kleines Drama habt ihr mitbekommen. Ich möchte hier eigentlich schon noch ein Video drüber drehen. Also ich habe sie jetzt behalten erstmal, eben weil ich sie in einem Video drehen möchte. Und dann kann ich halt auch nicht sagen, nehmt sie mal wieder zurück. Mehr sage ich dazu erstmal nicht, weil ich dazu noch ein Video drehen möchte. So, oh mein Gott, ich habe tatsächlich, hätte ich hier noch ein bisschen Platz wieder. Das ist unglaublich. Das ist meine Schublade. Und die Paletten hier oben muss ich jetzt wieder an den Platz schieben. So, und ich habe jetzt alle meine Anastasia Beverly Hills Paletten mit nach oben genommen. Hier sind so meine Standard-Alltagspaletten. Hier sind die ganzen kleineren Paletten. Colourpop, Tarte, Nabla-Paletten. Hier die beiden kleinen Drogerie. Und noch meine Juvia's Place Paletten, die beiden. And that's it. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als eine eigene Sammlung wieder aufzuräumen und neu zu sortieren. I love it. So, ich habe jetzt auch nur wieder so viel Platz, weil ich eben die Paletten hier aussortiert habe. Ich bin echt stolz auf mich. Ich verkaufe die übrigens auf meinem Sale-Insta-Profil. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr vielleicht so ein, zwei Sachen von mir abkaufen möchtet. Ich probiere es natürlich immer für einen sehr günstigen Preis zu machen, weil ich mich halt immer freue, wenn die Sachen eben auch neue Besitzer bekommen. Vielleicht auch welche, die nicht den originalen Preis ausgeben würden. Und außer natürlich die Produkte, die ich zugeschickt bekommen habe, die darf ich natürlich nicht verkaufen. Da werde ich gucken, dass ich sie entweder irgendwo verschenke oder mal mitverlose. Echt viel, was ich diesmal aussortiert habe. Also für mein Verhältnis ist das wirklich eine ganze Menge.